Die Nachrichten bei NTV. Herzlich willkommen. Kommt da Bewegung in die festgefahrenen Fronten zwischen Union und SPD in Sachen Familiennachzug? Nach NRW-Ministerpräsident Laschet ist mit Bayerns Innenminister Herrmann jetzt ein zweiter Unionspolitiker mit Kompromisssignalen an die Öffentlichkeit gegangen. Herrmann sagte der Süddeutschen Zeitung, die Union sei zwar weiterhin dafür, dass der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlingsgruppen auch in der Zukunft ausgesetzt wird. Stimmt dieser Rahmen, so Herrmann wörtlich, kann man über bestimmte Härtefälle sicherlich reden. Die SPD hat der bestehenden Regelung zugestimmt, will sie aber nicht verlängern. Kurze Nachfrage an Mirjam Pauli in Berlin. Mirjam, bringt das die SPD unter Zugzwang? Das zeigt zumindest, dass die Union da offenbar Gefallen daran gefunden hat, die Sozialdemokraten da ein bisschen vor sich herzutreiben. Es gibt Angebote beim Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge. Und die SPD, die hat nichts Besseres zu tun, als da fast schon panisch drauf zu reagieren. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende, der hat das Ganze dann gestern einfach abgetan als Sprachgirlanden und PR-Geklingel. Das ist unsouverän. Es geht ja jetzt darum, Kompromisslinien auszuloten. Aber die Sozialdemokraten, die haben offenbar wirklich panische Angst vor einer weiteren großen Koalition und vor allem vor der eigenen Basis und scheinen da die Losung auszugeben, mit immer neuen Maximalforderungen in diese Sondierungsgespräche zu gehen, zumindest in Teilen. Dabei hat sich die SPD-Führungsriege ja dazu entschieden, nun einmal zu sondieren. Das ist noch nicht die Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag. Und jetzt ist wirklich Führungsstärke gefordert. Martin Schulz, der muss deutlich machen, dass er diese Störfeuer nicht möchte. Er muss sie unterbinden. Und eine Führungsschwäche, die machen auch Teile der Union aus. Beispielsweise Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der hat sich entsprechend geäußert. Und zu allem Übel kommt dann für Martin Schulz noch dazu, dass in einer neuen Emnet-Umfrage er von den Deutschen, von zwei Dritteln der Deutschen zum Verlierer des Jahres gekürt wurde. Ein Trost immerhin für ihn. Horst Seehofer und Angela Merkel, die folgen auf Platz 2 und 3. Dankeschön, Mirjam Pauli. Selbstmordanschlag in Kabul heute Morgen mit mindestens 40 Toten, so das afghanische Innenministerium. Zuerst sprengte sich in einem schiitischen Kulturzentrum ein Attentäter in die Luft. Als Menschen zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus zwei weitere Sprengsätze. Mindestens 30 Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In dem schiitischen Viertel hat die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat in den vergangenen Monaten immer wieder schwere Attentate verübt. Das war ein Akt des Terrorismus, hat Russlands Präsident Putin jetzt zur Bombenexplosion von St. Petersburg gestern gesagt. Mindestens 10 Menschen wurden dabei verletzt. Bei der Sprengladung soll es sich um 200 Gramm Dynamit gehandelt haben. Die Bombe war mit Metallteilen gespickt. Erst vor 2 Wochen hatte Putin gesagt, Sicherheitskräfte hätten dank Informationen des US-Geheimdienstes CIA Anschläge in St. Petersburg verhindern können. Jetzt ist im Fall der tödlichen Messerstiche von Kandl in Rheinland-Pfalz der zuständige Richter am Zug. Er entscheidet, ob es einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen gibt oder nicht. Der ist erst 15 Jahre alt und hat allem Anschein nach seine gleichaltrige Ex-Freundin in einem Drogeriemarkt getötet. Was genau sich in diesem Drogeriemarkt abgespielt hat, wird auch heute noch ermittelt. Am Mittwochnachmittag ersticht ein 15-Jähriger hier nach einem Streit ein gleichaltriges Mädchen. Nach der Tat in dem 9000 Einwohnerort Kandl bei Karlsruhe gelingt es Passanten schließlich, den Afghanen zu überwältigen. Die 15-Jährige wird noch in ein Krankenhaus gebracht, erlegt wenig später aber ihren Verletzungen. Ich habe mit Bekannten der 15-Jährigen gesprochen. Sie haben mir erzählt, dass es sich beim mutmaßlichen Täter wohl um den Ex-Freund des Mädchens handelt. Die beiden haben sich wohl im Drogeriemarkt gestritten und die Trennung war auch der Grund für diesen Streit. Zu einem möglichen Motiv hat sich die Staatsanwaltschaft allerdings bislang noch nicht geäußert. Nach Informationen der Rheinpfalz gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Im Laufe des Tages wird ein Gericht entscheiden, ob gegen den 15-Jährigen Haftbefehl erlassen wird. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages, kurz gefasst. Polizistin getötet. In der Nacht ist es in Nordrhein-Westfalen nahe Mönchengladbach zu einem schweren Unfall gekommen.
Auf der A61 raste ein Lastwagen in einen Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkern auf dem Seitenstreifen stand. Eine 23 Jahre alte Polizistin starb, zwei weitere Beamte und der Lastwagenfahrer wurden verletzt. Annäherung kurz vor Neujahr. Im Osten der Ukraine haben das Militär und die prorussischen Rebellen den größten Gefangenenaustausch seit Beginn des Konfliktes im Jahr 2014 vollzogen. Die ukrainische Seite ließ 237 Gefangene frei, die Rebellen 73. Der Austausch von Gefangenen ist ein zentraler Punkt der Minsker Friedensvereinbarungen. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron begrüßten den Schritt. Schulen ohne Direktoren. An den deutschen Grundschulen sind rund 1000 Schulleiterstellen unbesetzt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Lehrerverband schätzt, dass derzeit jede 10. Grundschule keinen Direktor hat. Die Gesamtzahl fehlender Lehrer schätzt der Verband auf 20.000. Experten sehen Stress in dem Beruf sowie die vergleichsweise schlechte Bezahlung als Gründe für den Grundschullehrer- und Schulleitermangel. Heute beginnt bundesweit der offizielle Verkauf von Feuerwerkskörpern und heute hat um Mitternacht begonnen, wie diese Bilder aus Berlin zeigen. 2 Stunden lang hatte ein Discounter für Feuerwerkskörper hier offen. Die Menschen hierzulande werden dieses Jahr so Schätzungen an die 140 Millionen Euro für Raketen oder Böller ausgeben. Die NTV Telebörse wird Ihnen präsentiert von Ford Vignale. Die Wirtschaft bei uns in der Sendung. Das Kartellamt macht Druck auf die Lufthansa wegen der gestiegenen Preise, vor allem für Inlandsflüge. Kartellamtschef Mund sagte der Süddeutschen Zeitung, die Lufthansa könne sich nicht hinter ihrem computerbasierten Preissystem verstecken. Mund wörtlich, solche Algorithmen werden ja nicht im Himmel vom lieben Gott geschrieben. Die Lufthansa sagt ja, eine Software ermittle die Preise automatisch abhängig von der Nachfrage. Nach der Pleite von Air Berlin waren manche Flüge um bis zu 30% teurer geworden. Das Kartellamt untersucht, ob die Lufthansa ihre neue Macht missbraucht. Und damit an die Börse nach Frankfurt zu Katja Dofel, wo der Handel seit einer Stunde läuft, aber eher rückwärts als vorwärts, oder? Was sind die Gründe? Also man kann sagen, der DAX tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Wir stehen aktuell mit 0,2% im Minus. Die Börsianer sind eigentlich mehrheitlich in den Ferien. Die Fondsmanager und Vermögensverwalter haben ihre Bücher geschlossen für dieses Jahr. Das heißt, die haben schon ausgerechnet, wie viel Gewinn in aller Regel ihr Produkt gemacht hat. Der DAX ist ja sehr gut gelaufen bisher dieses Jahr mit einem Plus von etwa 14% überdurchschnittlich. Und nun wartet man aufs nächste Jahr, geht davon aus, dass dann die Kurse weiter steigen. Aber momentan hält man sich zurück. Das liegt auch daran, dass wir einen ziemlich starken Euro sehen. Der nimmt Kurs auf die Marke von 1,20 zum US-Dollar. Und das bedeutet natürlich für die exportorientierten Unternehmen in Europa, dass ihre Ware im Ausland dann relativ teurer wird. Das ist also ein kleiner Bremsfaktor. Anfangs psychologisch, denn noch machen so ein paar Cent ja nichts aus. Aber wenn das länger anhält, wenn der Euro weiter steigen würde, wäre das irgendwann ein Problem. Und darüber macht man sich eben jetzt schon Gedanken. Dankeschön, Katja Dofel. TV Telebörse wurde Ihnen präsentiert von Ford Vignale. Ein meteorologisches Wechselbad der Gefühle erwartet uns, oder? So kann man es auch nennen. Das letzte Wochenende in 2017 wird auf jeden Fall mild und bis dahin schaut aber erstmal noch der Winter ein bisschen bei uns vorbei. Heute Nachmittag gibt es hauptsächlich noch im Südosten Schneefall und damit eben auch Glättegefahr. Ansonsten nur noch wenige Schauer, ab und an kann es sogar ein paar Aufhellungen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, in Lagen über 500 bis 600 Meter herrscht Dauerfrost. Ja, und am Freitag ist dann erstmal ein bisschen Wetterberuhigung. Samstag und Sonntag dann aber deutlich milder mit sogar 8 bis 15 Grad. Ja, und wie es speziell in den Bergen aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Winterwetter wird Ihnen präsentiert von Tirol. Just stop. I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with the greens, but it don't take too much time to
Das Winterwetter wurde Ihnen präsentiert von Tirol. Das war's von uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier geht's weiter im Programm mit einem Blick und einer Reise nach Schottland zum Loch Ness. She's too high to touch.